Willkommen zurück zu Programmieren 2. Das Video jetzt ist ein kurzer Nachtrag zur letzten Übung, also Übung 5, Aufgabe 2. Da habe ich das Video etwas früher beendet, als ich eigentlich hätte sollen. Wir haben hier eben noch das iList-Interface, was ich im letzten Video nicht implementiert habe. Das schauen wir uns nochmal kurz an. iList ist eben die nicht generische, veraltete Variante von iListofT. Prinzipiell sollte eine Collection, wenn man sie implementiert, aber dieses Interface ebenfalls mit unterstützen. Und das sieht man eben hier, dass ich die iList-Member, wenn ich hier mal danach suche, sehen wir es hier direkt. Ich habe hier diese iList-Member eben explizit implementiert und versuche hier jeweils den Object Value, das Ganze ist ja nicht generisch, eben zum entsprechenden Typ T zu casten. Wenn das schief schlägt, dann erhalte ich eben im Übrigen eine Invalid Cast Exception und die fange ich hier jeweils ab und gebe sie entweder weiter oder mache eben andere Mittel. Also beim Remove habe ich beispielsweise hier oben nichts gemacht. Weil wenn ich ein Objekt erhalte, was nicht in meiner Collection steckt, dann mache ich in diesem Fall einfach nichts. Wenn mir aber jemand an eine bestimmte Stelle etwas schreiben möchte, was nicht vom Typ T ist, dann muss ich eben an diesem Moment eine Exception eigentlich werfen, wobei man sich auch das überlegen konnte, ob das notwendig ist. Und hier sieht man dann eben auch mal Exception weiterleiten. Also ich habe hier einen Catch-Block, der empfängt eben Invalid Cast Exceptions. Und ich leite das eben mit einer Argument Exception weiter, wo ich dann als Inner Exception diese gefangene Exception hier setze. Ja, ansonsten Add ist auch nichts Besonderes. Auch hier löse ich keine Exception weiter aus. Hier mache ich Contains. Im Prinzip das gleiche, wenn ich das Objekt, was hier übergeben wird, nicht casten kann, dann gebe ich einfach False zurück. Und Index of genau nach dem gleichen Schema. Genauso Insert, auch hier gebe ich dann eben eine Exception weiter, wobei man sich hier eigentlich nochmal wirklich überlegen könnte, ob das notwendig ist oder nicht. Hier habe ich dann auch teilweise Implementierungen, die von iCollection kommen. iList leitet ja von iCollection ab, deswegen muss ich hier eben, wenn ich sie explizit implementiere, hier iCollection angebe, eben dieses CopyTo. CopyTo muss ich eben nochmal implementieren, weil die API für Array anders ist, aber im Prinzip macht diese Methode genau das gleiche wie die obere. Blöde ist halt, dass Array und, also oder diese Klasse Array, die nicht generisch ist und der generische Array, den, wie wir ihn sonst eben kennen, dass die beide nicht die gleiche API teilen, deswegen kann ich nicht diesen kompletten Code in eine Methode stecken, was ein bisschen blöd ist. Also ich könnte noch diese Guard Clauses auslagern, aber das habe ich dann auch weggelassen. Ja, und dann haben wir hier noch Is-Synchronized und so weiter. Also man sieht, ich habe eben iList explizit implementiert, damit der Nutzer meiner Klasse, wenn er direkt auf List of T geht, die ich gerade geschrieben habe, dann soll er eben standardmäßig diese iList-Members gar nicht sehen, sondern bloß die, die von iList of T kommen. Okay. Und dann waren natürlich auch noch die Methoden Reverse und Sort gefragt. prinzipiell ähnlicher Aufbau bei beiden. Ich überprüfe erstmal, muss ich überhaupt sortieren oder reverse machen? Das heißt, wenn der Count gleich 0 oder gleich 1 ist, warum sollte ich dann die Elemente, die in meiner Collection sind, umdrehen oder eben sortieren? Macht ja gar keinen Sinn, wenn bloß maximal ein Element drin ist. Ansonsten erstelle ich mir ein Array, zu dem ich eben die Elemente, die ich gerade in meiner Collection habe, kopiere. Das mache ich mit CopyTo. Und hier im Reverse-Fall gehe ich eben dahin, dass ich einfach den kopierten Array rückwärts durchlaufe und mit dieser normalen Vorschleife dann eben an das ite Element das entsprechend entgegengesetzte aus dem kopierten Array hineinfüge. Beim Sortieren mache ich was anderes. Man kann jetzt sich natürlich überlegen, okay, implementiere ich einen Bubble Sort, einen Quick Sort, was auch immer. Ich habe hier einfach Array.sort aufgerufen. Kann man natürlich, also das ist die einfachste Möglichkeit einfach, um ein Stückchen Array zu sortieren. Ich habe dafür auch bloß eben tatsächlich
wieder einen kopierten Array genommen, also der wirklich begrenzt ist auf die Anzahl der Elemente, die ich gerade in meiner Collection habe. Dieser kopierte Array wird dann sortiert, deswegen habe ich hier auch ihn gleich Sorted Array genannt. Und dann laufe ich wieder mit einer Vorschleife durch und kopiere diese Elemente an die entsprechenden Stellen in meinem aktuellen verwendeten Array. Und so gehe ich halt sicher, dass, nehmen wir mal an, wir hätten eine List of Int, da ist der Default-Wert ja 0. Wenn ich eben diesen kompletten Array sortiere, dann würden auch die Nullen in diesem Fall mit einbezogen, obwohl vielleicht an dieser Stelle noch gar nichts passiert ist. Deswegen muss ich hier eben Count einsetzen, um diesen, oder einen kopierten Array einsetzen, um diesen zu sortieren, damit ich mir sicher bin, dass ich auch bloß die Elemente sortiere, die auch tatsächlich belegt sind. Deswegen habe ich das so gemacht. Dazu gibt es natürlich auch wieder Tests. Da habe ich hier unten welche hingeschrieben. Hier geht es eben los mit Test Target must reverse items correctly. Das heißt, ich erstelle mir wieder eine Liste, rufe reverse aus und auf und nehme dann eben an, dass die neue Reihenfolge identisch ist mit dieser Reihenfolge. Das ist eben genau das hier umgedreht. Dann habe ich hier eben auch noch eine Sortierung. Da nehme ich dann eben an, dass die Elemente, die hier standardmäßig in meiner Liste drin sind, eben dann in dieser Reihenfolge drin sind. Auch das funktioniert ohne Probleme. Und dann habe ich eben noch diesen Spezialfall, dass ich auf keinen Fall durch irgendwelche Missstände eine Exception in diesen beiden Methoden übersehe, wenn ich hier Sort aufrufe und Reverse, wenn die Liste jeweils leer ist. Also im Prinzip rennt er dann hier oben in diesen If-File rein, wo er eben niemals etwas überprüfen muss. Das war bloß noch der kleine Nachtrag zur letzten Übung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!